Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und der Lilith. Hallo liebe Community, herzlich willkommen zu diesem Video über die wilde Lilith im Widder. Ich will zuerst ganz allgemein über die Konstellation von Lilith im Widder sprechen und danach dann darauf eingehen, wie sich dieser Aspekt für die 12 Sternzeichen auswirken kann. Die Timecodes, wann welches Zeichen behandelt wird, schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Aber springt nicht gleich dahin, ihr müsst euch erst nochmal mit der Bedeutung von Lilith im Widder und der Kraft der alten Göttin vertraut machen, dann versteht ihr besser, was das für euch bedeuten kann. Übrigens können wir bei diesem Transit die Wirkung der Lilith kaum isoliert betrachten, denn sie wird sich über weite Strecken mit Chiron und später auch mit Mars verbinden. Deswegen habe ich das bei der Sternzeichendeutung mit einbezogen. Das wird ein äußerst spannendes Jahr, denn Chiron, Lilith und Mars im Widder, das sind anspruchsvolle Energien, die wohl kaum einen von uns kalt lassen werden. Und wenn ihr nicht selber unmittelbar diese Aspekte empfangt, dann sicherlich Menschen aus eurem Freundes- oder Bekanntenkreis oder auch euer Partner. Und dann ist es auch nicht verkehrt, wenn ihr euch ein bisschen damit befasst, was das für eure Beziehungen oder eure berufliche Entwicklung bedeuten kann. Am stärksten werden die sogenannten Kardinalzeichen diese kosmischen Energien spüren und zum Ausdruck bringen, nämlich die Widder, Krebse, Wagen und Steinböcke. Und das gilt auch dann, wenn euer Aszendent in einem dieser Zeichen steht. Aber mehr dazu dann gleich in meinem Überblick über die Sternzeichen. Jetzt möchte ich euch erstmal einen Auszug aus meinem Lilith-Buch vortragen. Es heißt Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau. Und da gibt es dann einen Teil, in dem ich ausführlich auf die Bedeutung von Lilith im Geburtshoroskop eingehe und wie ihre Energie sich in den 12 Sternzeichen ausdrückt. Hier ist also ein Auszug aus dem Kapitel über Lilith im Widder. Wenn Lilith im Zeichen Widder steht, wird es spannend. In der Astrologie ist der Widder das Zeichen des Durchbruchs und hier herrscht Mars, das ultimative Symbol für die männliche Kraft, für Kampf, Trieb, Durchsetzung und sexuelle Leidenschaft. Wie geht das zusammen mit der Göttin des Matriarchats? Viel besser, als du vielleicht denkst. Vor langer Zeit, also vor mehr als 3000 Jahren, war die Göttin die unangefochtene Nummer 1 bei den großen Kulturen, wie etwa bei den Sumerern oder Ägyptern. In ihr vereinigten sich viele unterschiedliche Aspekte. Sie war Lebensspenderin und Mutter, wurde aber auch als Kriegsgöttin verehrt, denn sie tötete, um das Leben derjenigen zu verteidigen, für die sie verantwortlich war. Sie wurde mit Fruchtbarkeitsfesten geehrt und bei Schlachten um Kampfesglück angefleht. Es war also eine kulturelle Entwicklung, dass zunächst die große Allgöttin da war, die eine gewisse Rohheit hatte. Sie stand für die Kräfte der Natur, die sowohl Leben spendet als auch nimmt. Oft wurde sie mit wilden Tieren dargestellt, die ihre Kraft symbolisieren sollten. Lilith besitzt selbst Flügel und Krallen als Zeichen ihrer Verbindung zur wilden Natur. Und sie steht mit ihren Krallen auf zwei Löwen, was anzeigt, dass sie die wilden Kräfte der Natur beherrscht. Die urtümliche Göttin kann man sich gut in ihrer tierhaften, raubtierhaften Natur vorstellen, als Raubkatze, die bei der Liebe beißt, schreit und kratzt, die dem Nachwuchs das Leben schenkt, die zärtlich ihre Jungen versorgt, energisch und skrupellos die ihren verteidigt und die tötet, um für Nahrung zu sorgen und zu überleben. Nach und nach wurden die einzelnen Kräfte und Aspekte der Göttin erweitert und verfeinert und später auf unterschiedliche Götter und Göttinnen verteilt. Aus vielen überlieferten Darstellungen und Texten wissen wir, dass der kriegerische und wehrhafte Anteil der urtümlichen Göttin neben dem Aspekt der Mutterschaft besonders verehrt wurde. Insofern ist der Archetyp der Lilith im Widder also die Kriegerin oder die wilde Kampfgefährtin. Im Horoskop ist Lilith der Göttinnenfaktor, der uns mit den existenziellen ursprünglichen Kräften der matriarchalen Göttin verbindet und damit auch mit ihrer kämpferischen Seite. So wird nachvollziehbar, dass sich die Kraft der Lilith im Zeichen des mutigen Widders besonders gut entfalten kann. Natürlich kommt es hier sehr auf die sonstige Persönlichkeit an. Wer ein eher sanftes Wesen hat, zum Beispiel im Zeichen Waage oder Fische geboren ist, wird vielleicht nicht so ohne weiteres damit fertig, den Durchgang der wilden Widder-Lilith zu integrieren. Bei Lilith im Widder im Geburtshoroskop zeigt sich meistens, dass diese Lilith-Position auch Menschen, die sonst sanft und zugänglich sind, einen gewissen Biss verleiht, eine innere Kraft, die man spürt, und sei die Fassade noch so süß. Noch viel mehr über die Widder-Lilith im Geburtshoroskop könnt ihr in meinem Lilith-Buch nachlesen, zum Beispiel auch, wie sich das für Liebe und Beziehungen auswirkt
oder auch für den Beruf. Und wenn ihr das Buch noch nicht habt, dann könnt ihr es über die Bücherseite meiner Homepage bestellen und den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Die Lilith geht am 27. Januar in den Widder und wenn wir uns ihren Durchgang durch den Widder anschauen, können wir sie eigentlich gar nicht für sich selbst betrachten, denn sie verbindet sich mit weiteren sehr wichtigen Horoskopfaktoren und das ergibt ein Gesamtbild, das wir verstehen müssen. Im Februar und März bildet Lilith eine Verbindung zu Chiron, der auch im Widder steht. Und von August bis Oktober trifft sie sich dann mit Mars, der im zweiten Halbjahr durch den Widder laufen wird. Und am 21. Oktober zieht sie dann weiter ins Zeichen Stier. Bei der Verbindung von Lilith und Chiron im Februar und März erwarte ich, dass die Evolutionsagenten unter uns, also die alternativen Heiler, Sozialarbeiter, Aktivisten und alle, die sich für Heilungs- und Entwicklungsprozesse in unserer Gesellschaft einsetzen, einen besonderen Schub erhalten und vielleicht auch kompromissloser und widerspenstiger für ihre Sache eintreten. Gleichzeitig werden sie auch mehr angefeindet werden als sonst, weil sie so anders sind, weil sie uns unsere Schwachpunkte vor Augen halten und wer möchte das schon? Leider müssen wir auch damit rechnen, dass die Diskussionen zwischen beispielsweise Klimakämpfern oder alternativen Heilmethoden und deren Gegnern dieses Jahr besonders erbittert geführt werden. Und mit Lilith wird es außerdem häufig um Genderfragen und Gleichberechtigungsfragen gehen. Die Gewalt gegen Frauen wird leider keineswegs weniger, auch nicht in den sogenannten aufgeklärten Gesellschaften. Und es bleibt dadurch weiterhin ein Thema, dass Frauen einfach nur deshalb, weil sie Frauen sind, angefeindet, angegriffen, unterdrückt und benachteiligt werden. Es kann gut sein, dass sich dann wichtige Figuren hervortun, die beispielsweise bedeutende Studien oder Thesen veröffentlichen, durch die eine neue Gender-Diskussion in der Gesellschaft in Gang kommt. Manchmal denkt man, haben wir uns denn damit nicht schon genug auseinandergesetzt? Aber wenn man sich dann Studien und Zahlen anschaut, muss man leider feststellen, dass wir trotz aller Gleichberechtigung noch viel zu tun haben. Chiron in Verbindung zu Lilith, da muss ich an die modernen weisen Frauen denken, an Heilerinnen und Krankenschwestern, Hebammen und Pflegerinnen und auch an die vielen Frauen, die zu Hause aufopferungsvoll ihre Angehörigen pflegen und natürlich auch an die Männer, die solche Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel haben wir doch dieses Problem, dass unsere Hebammen durch rigide Vorschriften und Knebelverträge ihrer Versicherungen immer mehr in ihrer wichtigen Arbeit eingeschränkt werden. Vielleicht kommt es mit Lilith im Widder zum Streik dieser Frauen. Vielleicht gibt es auch Auseinandersetzungen um Gesetze, die den pflegenden Angehörigen ihre Arbeit erleichtern oder erschweren. Alle diese Themen werden von Chiron und Lilith im Widder angeregt. Noch intensiver wird es dann, wenn der Mars im zweiten Halbjahr 2020 in den Widder geht und dann erst Chiron auslöst und anschließend Lilith. Und das für insgesamt 3 Monate am Stück. Dabei wird garantiert eine enorme Energie frei. Außerdem bilden Mars und Lilith dabei auch noch Spannungsaspekte zum Steinbock-Stellium. Und das repräsentiert in dem Fall die Machthaber und die konservativen Kräfte, die sich gegen neue Entwicklungen und Erkenntnisse sperren und die dann bestrebt sind, die Mahnenden und Kämpfenden mundtot zu machen. Zwischen August und September wird es hoch hergehen, ehe Lilith dann weiterzieht in den Stier. Dadurch, dass der Mars rückläufig ist, werden Lilith und Mars über 2 Monate miteinander in Verbindung bleiben. Diese Konstellation ist äußerst selten. Sie stellt eine außergewöhnliche kosmische Kraft dar, die sicherlich nicht ganz einfach zu handhaben und wahrscheinlich von leidenschaftlichen Auseinandersetzungen geprägt ist. Seien es Situationen des Geschlechterkampfs, sei es, dass Randgruppen bekämpft werden, seien es Kämpfe um Gesetze zum Vorteil oder Nachteil der Frauen. Es kann zum Beispiel auch neue heftige Diskussionen um das Thema Schwangerschaftsabbruch geben. Auch kann es vermehrt zu MeToo-Situationen kommen oder einfach zu einer neuen Welle von Opfern sexueller Übergriffe, die sich nun trauen, das erfahrene Unrecht ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen und mutig darüber zu sprechen. Die Energie des Widderzeichens bringt nicht nur den Mut, für die eigenen Rechte zu kämpfen, sondern auch Pioniergeist, also die Kraft, die Initiative zu ergreifen und den ersten Schritt zu tun. Deswegen erwarte und hoffe ich, dass bei allem Aufflammen von Kämpfen weiblich gegen männlich auch Durchbrüche erzielt werden und vielleicht finden sich dann neue, bessere Wege, um mit dieser Problematik umzugehen.
Lilith zieht ja dann am 21. Oktober weiter in den Stier und verbindet sich mit Uranus im Dezember 2020. Da gibt es viele interessante Aspekte, die darauf hindeuten, dass die Zeit der Leidenschaft im Herbst zu außergewöhnlichen neuen Lösungen und Maßnahmen führen wird. Auf der persönlichen Ebene kann es natürlich auch hoch hergehen mit diesen Horoskopfaktoren. Und darauf gehe ich im zweiten Teil dieses Videos ein. Da habe ich den Lilith-Transit für die 12 Sternzeichen bzw. Häuser des Horoskops gedeutet. Lilith als stürmische und verführerische Kraft wird sich sicherlich auch in vielen persönlichen Beziehungen ihren Weg bahnen und so manche Liebeserlebnisse bringen, die euch umhauen werden. Und dann kommt es eben darauf an, wie man aufgestellt ist. Am besten haben es sicherlich diejenigen, die frei und unabhängig sind und offen für Beziehungsexperimente. Natürlich kann so eine Lilith-Affäre auch in eine feste Beziehung einbrechen und diese gewissermaßen in Brand stecken. Und das kann dann schon schwierig werden. Deswegen empfehle ich euch wieder mal meine beliebte, aber auch umstrittene 90-Tage-Regel. Umstritten deshalb, weil es in der heutigen Zeit natürlich sehr unmodern wirkt, 3 Monate zu warten, ehe man sich auf Nähe und Intimität und Erotik einlässt. Beliebt bei denjenigen, die selber schon ihre Erfahrungen gemacht haben und wissen, wie oft nach 3 Monaten eine Liebe wieder zerbricht und dann hat man sich einen riesen Herzschmerz drum gemacht oder vielleicht sogar eine existierende Beziehung ruiniert, was man sich hätte sparen können. Also hier nochmal für diejenigen unter euch, die noch neu sind, die 90-Tage-Regel bedeutet, wartet 3 Monate bei einer neuen Affäre oder sich anbahnenden Beziehung ab, ehe ihr euch auf große Nähe und gegebenenfalls auch auf Sex einlasst, wenn ihr das aushaltet. Letzteres ist natürlich schwierig, wenn Lilith im Spiel ist, weil das eine sehr ungestüme und verführerische Energie ist. Aber egal, ich wollte es zumindest mal gesagt haben. Wenn ihr nach 3 Monaten immer noch dieselbe Anziehung und Wichtigkeit spürt, dann könnt ihr die Sache ernst nehmen. Der kritische Aspekt mit Lilith und Mars hält etwa 2 Monate an und währenddessen laufen wir Gefahr, unseren Kopf zu verlieren. Aber danach verklingt der Aspekt wieder und wir sehen wieder klarer. Es kann sich also wirklich lohnen, standhaft zu bleiben und sich eine beginnende Liebschaft erstmal anzuschauen, bevor man der Leidenschaft nachgibt. Auch beruflich raten die Sterne auf jeden Fall, die Kontenance und die Haltung zu bewahren und sich nicht provozieren zu lassen und die Beherrschung zu verlieren. Bedenkt bitte, wenn Situationen unter dem Mars-Lilith-Transit hohe Wellen schlagen, kann das weitreichende Folgen haben, weil ja auch Saturn und Pluto beteiligt sind und das sind Faktoren für Langfristigkeit. Und damit kommen wir zu dem Einblick in die Horoskope der 12 Sternzeichen und wie sich der Transit von Lilith für euch auswirken kann. Bitte bedenkt, dass ich dabei nur Tendenzen vorgeben kann. Wenn ihr wirklich in einer verzwickten Situation seid, dann kann es schon hilfreich sein, eine persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen, um mehr darüber zu erfahren. Wie ihr mich erreicht, das verlinke ich auf der Infokarte hier oben und auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los mit dem Sternzeichenteil und die Timecodes, wann welche Sternzeichen drankommen, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir beginnen wie immer mit dem Widder und der ist natürlich jetzt sowieso am wichtigsten, weil sich ja Lilith, Chiron und ab Ende Juni auch der Mars im Widder treffen werden. Hallo liebe Widder und Widder-Aszendenten. Lilith im Widder können wir in eurem Horoskop gar nicht isoliert betrachten, denn sie trifft sich im Februar-März mit Chiron und in der zweiten Jahreshälfte mit Mars. Das spricht dafür, dass euer Liebesleben sehr intensiv wird und unter die Haut geht. Nichts bleibt an der Oberfläche. Und es kann sogar zeitweise dazu führen, dass ihr ganz gerne mal alleine seid, um euch in Ruhe euren eigenen kreativen Bedürfnissen zu widmen. Das heißt jedoch nicht, dass ihr nicht begehrt seid. Im Gegenteil, die kosmischen Kräfte in eurem Zeichen machen euch besonders interessant und charismatisch. Für Solo-Widder kann es deshalb ein Jahr voller Beziehungsexperimente und heißer Affären werden. Lilith kann jedoch eine Tendenz zur Eigensinnigkeit und Kompromisslosigkeit mit sich bringen und im Zusammenspiel mit Chiron kann das im Februar und März dazu führen, dass ihr euch vorübergehend zurückzieht oder abkapselt, um nicht in der Liebe verletzt zu werden. Wenn ihr in einer festen Beziehung lebt, könntet ihr auf diese Weise euren Schatz vor den Kopf stoßen. Bittet ihn am besten um Verständnis, wenn ihr spürt, dass ihr vorübergehend mehr Freiraum für euch selbst braucht. Eine kritische Phase habt ihr vom 8. Februar bis 15. März. Da können sich schöne Liebeserlebnisse abwechseln mit Enttäuschung und Liebeskummer.
Für die erste Dekade geht es dabei häufig darum, dass man gegenseitig seine wunden Punkte berührt. Das kann sogar ohne Absicht passieren. Oder auch darum, wer wie viel Freiraum braucht und bekommt. Vielleicht findet man sich zwar faszinierend, versteht sich aber nicht. Die dritte Dekade hat eher Diskussionen um die Werte in der Beziehung und ob man sich einig ist, was man gemeinsam erreichen will, oder man leidet darunter, vom Partner kritisiert zu werden. Herausfordernd ist auch die Zeit vom 30. Juli bis 15. August, denn dann verbinden sich Lilith und Mars im Widder und das lässt euch nicht zur Ruhe kommen. Möglich, dass eine zuvor begonnene Affäre sich als unhaltbar und schwierig erweist und auch Störsignale in eure Karriere sendet, denn das ist auch beruflich eine kritische Zeit. Möglich auch, dass ihr in eine MeToo-Situation hineingeratet, denn wenn Lilith im Spiel ist, drohen auch Skandale. Achtet während dieser Zeit darauf, euch korrekt zu verhalten und gegebenenfalls strittige Situationen sofort zur Aufklärung zu bringen. Bei festliierten Widdern kann es dann zu Unstimmigkeiten um die gerechte Aufgabenverteilung in der Beziehung kommen. Auch im September treffen sich Lilith und Mars noch einmal und die Aspekte zeigen, dass es dann vor allem beruflich zu Anspannungen kommen kann. Wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt vor allem. Oder ihr bietet besonders kreative Ideen an und stoßt damit auf Unverständnis. Der Schlüssel zur Lösung dieser Situation scheinen gute neue Verbindungen zu sein, also Kontakte mit Leuten, die euren Standpunkt verstehen und helfen zu vermitteln, beispielsweise der Betriebsrat oder ein Coach oder Mediator. Wenn ihr Sternzeichen Stier seid oder einen Stier-Aszendenten habt, dann tritt der Einfluss von Lilith ein bisschen in den Hintergrund, denn für euch befindet sie sich dann im 12. Haus des Rückzugs und der Spiritualität. Im Februar und März trifft sie sich dort mit Chiron und diejenigen von euch, die spirituell arbeiten, können diese kosmischen Einflüsse gut für ihre Zeremonien nutzen, denn sie wecken starke Kräfte für Rituale, besonders wenn ihr mit schamanischen Techniken arbeitet. Lilith im 12. Haus könnt ihr euch als eine Art innere Schamanin vorstellen und wenn ihr noch nicht so viel über Lilith wisst, könnt ihr euch in Momenten der Stille und der Meditation mit ihren Kräften verbinden. Es kann auch sein, dass sie sich bei euch in euren Träumen meldet, wenn ihr dafür offen seid und euch damit beschäftigt. Es gibt jedoch auch noch eine ganz andere Ebene, auf der Lilith in 12 wirken kann und das ist dann nicht so angenehm. Das 12. Haus kann nämlich auch verborgene Widersacher anzeigen. Dann könnte Lilith eine Konkurrentin sein, die irgendwo im Hintergrund und von euch unbemerkt gegen euch arbeitet. Wahrscheinlich legt diese Person es gar nicht drauf an, heimlich zu intrigieren, denn das entspricht nicht Liliths Wesen. Aber vielleicht wird das Problem von euch einfach nicht bemerkt oder auch verdrängt, weil es euch unangenehm oder lästig ist, euch damit zu befassen. Diese Tendenz könnte sich zwischen August und Oktober verstärken, wenn der Mars durch den Widder läuft und sich dann hier mit der Lilith trifft, wodurch es hinter den Kulissen verstärkt rumoren kann. Deswegen verdrängt solche Impulse nicht, wenn ihr etwas derartiges bemerkt, sondern geht dem nach und stellt die Personen gegebenenfalls zur Rede oder findet heraus, was da im Gange ist. Wenn ihr Sternzeichen Stier seid, ist das eine generelle Tendenz, aber zur Ergänzung müsst ihr auch schauen, wo euer persönlicher Aszendent steht und in welchem Haus Lilith, Chiron und Mars dann tatsächlich auch aktiv sind. Lilith bildet jedenfalls aus dem Widder heraus keinen Hauptaspekt zur Stiersonne. Wenn ihr Sternzeichen Zwillinge seid oder einen Zwillinge-Aszendent habt, dann waren die Aspekte von Lilith in den Fischen in den vergangenen 9 Monaten durchaus schwierig für euch. Nun bildet die wilde Lilith bis Ende Oktober einen Freundschaftsaspekt zu euch und sie wandert beim Zwillinge-Kollektiv durch das 11. Sonnenhaus der Freunde und Gleichgesinnten. Das heißt, dass mögliche Probleme mit weiblicher Konkurrenz, MeToo-Situationen oder auch innere Zweifel an eurer Beziehungsfähigkeit nun weniger werden. Wenn ihr euch mit solchen Situationen konstruktiv auseinandergesetzt habt, werdet ihr merken, dass ihr etwas verstanden und für euch selbst gelernt habt, zum Beispiel euch abzugrenzen und euren Instinkten mehr zu vertrauen. Das stärkt euer Selbstbewusstsein im Kontakt mit anderen. Der neue Lilith-Aspekt zeigt, dass interessante, eigensinnige und inspirierende Menschen euren Weg kreuzen. Umgekehrt wirkt ihr auch sehr anziehend auf Leute, die ihre eigene Meinung haben, ungewöhnliche Wege gehen und sich darüber gerne mit euch austauschen. Im gleichen Bereich befindet sich auch Chiron, der noch für 6 weitere Jahre durch den Widder wandert und sich im Februar und März mit der Lilith verbindet.
Beide sind ja ein Symbol für Außenseiter und Randgruppen. Und so kann es sein, dass ihr verstärktes Interesse an ungewöhnlichen Bekanntschaften habt, die euch anregen, über Verbesserungen in der Gesellschaft oder auch die Heilung des Planeten nachzudenken. Es sind auch Heilungsprozesse in oder durch eure Freundschaften möglich. Und vielleicht braucht auch jemand aus eurem Freundeskreis Hilfe und Zuwendung. Und ihr lasst euch dann da liebevoll drauf ein. Dann wird das auf jeden Fall eurer eigenen Persönlichkeitsentwicklung zugutekommen. Von August bis Oktober verbinden sich dann Lilith und Mars miteinander und dann kommt ein etwas rauerer Wind auf. Das könnte auch eure Freundschaften betreffen. Es kommt mehr Dynamik hinein, aber auch mehr Auseinandersetzungen. Der Aspekt selber ist harmonisch zu euch, aber ihr werdet zwischendurch schon aufgefordert, Stellung zu beziehen und eine Haltung zu bestimmten Themen zu entwickeln. Das kann euch durchaus herausfordern, weil ihr ja gerne neutral und nach allen Seiten offen bleibt. Aber wahrscheinlich wird das letztendlich euer Leben bereichern und interessanter machen. Zur Krebssonne und zu den Krebsaszendenten bildet die Lilith im Widder einen Spannungsaspekt und sie befindet sich für euch im 10. Sonnenhaus der Karriere und Berufung. Auch Chiron steht dort noch das ganze Jahr 2020 über und während der zweiten Jahreshälfte wird zusätzlich noch Kampfplanet Mars diese anspruchsvollen Energien verstärken. Da kommen etwas unruhige Zeiten auf euch zu, in denen eure Erfahrung und euer Selbstbewusstsein getestet werden. Doch ihr stellt wahrscheinlich fest, dass ihr stärker seid, als ihr vielleicht denkt. Schließlich habt ihr die Herausforderungen der letzten Jahre nicht umsonst gemeistert. Vom Aspekt her sind es Quadrate und die beeinflussen eure Persönlichkeit und euer Verhalten auch in euren Beziehungen. Chiron kann ganz konkret anzeigen, dass jemand, für den ihr Verantwortung habt, erkrankt. Dann kümmert ihr euch sicher gerne drum, aber das ist eben auch anstrengend. Bei der Spannung zu Lilith muss man im Lebensalltag an belastende Situationen mit Frauen denken. Sie können als Konkurrentin um einen Partner auftreten, aber auch als Freundin, die sich in Schwierigkeiten gebracht hat und nun Hilfe braucht. Im 10. Haus kann sie auch eine schwierige Chefin oder eine MeToo-Situation anzeigen mit Vorgesetzten dann. Das könnte besonders im August und September zu Konflikten führen, wenn sich die Lilith dann mit dem Mars verbindet. Innerlich kann dieser Transit Konflikte mit eurer Rolle als Frau anzeigen oder bei den männlichen Krebsen Konflikte um ihr inneres Frauenbild und wie sie dazu stehen. Die Auseinandersetzung mit solchen Themen kann euch dabei helfen, eure Instinkte zu schärfen. Das 10. Haus ist wie gesagt auch das Haus der Berufung im Leben und der Transit von Lilith kann euch bewusst machen, was eure wahre Berufung ist. Lilith kann euch durchaus den Kampfgeist und den Biss verleihen, mehr eurer wahren Berufung zu folgen. Kritisch ist die Zeit von Mitte Februar bis Ende März, wenn sich die Lilith mit Chiron verbindet. Das gilt dann vor allem für die erste Dekade der Krebsgeborenen. Im Beruf kann es dann zum Beispiel zu MeToo-Situationen kommen oder ihr erfahrt eine Zurückweisung und Krebsfrauen könnten eine demütigende Erfahrung mit ihrer Rolle als Frau im Job machen. Oder es ergibt sich ein Zusammenstoß mit einer schwierigen weiblichen Vorgesetzten. In der Zeit von August bis Mitte Oktober bilden Mars und Lilith in eurem Karrierehaus wiederholt Spannungsaspekte, und zwar zu dem Steinbock-Stellium, was hier in eurem Partnerhaus steht. Das heißt, das kann dann schon Frustrationen mit sich bringen, weil zum Beispiel Verzögerungen eintreten, weil Geschäftspartner euch unter Druck setzen oder weil ihr viel Verantwortung tragt, aber nicht genug Leute zur Verfügung habt, die euch unterstützen. Es ist aber dann weise, in diesen Zeiten Konfrontationen zu vermeiden. Sollte eine Auseinandersetzung unumgänglich sein, überlegt euch vorher ganz genau, ob ihr die nötige Rückendeckung habt. Oft geht es gar nicht darum, wer Recht hat, sondern wer am längeren Hebel sitzt. In euren persönlichen Beziehungen zeigen die Aspekte eine Gefahr von emotionalen Auseinandersetzungen an. Achtet darauf, dass ihr Situationen nicht persönlich nehmt, die vielleicht gar nicht gegen euch gehen. Bleibt konstruktiv und betrachtet die Herausforderungen als Prüfungen eures gewachsenen Selbstvertrauens. Für die Löwegeborenen und die Löwe-Aszendenten bildet Lilith einen Harmonieaspekt, während sie durch den Widder wandert. Und zwar ist das beim Löwe-Kollektiv das 9. Haus der Pläne und des Fernwehs. Dort steht das ganze Jahr über auch Heilerplanet Chiron und außerdem im gesamten zweiten Halbjahr der Mars.
Das sind anspruchsvolle und anregende und inspirierende Energien, die euch anregen, neue Wege zu gehen, außergewöhnliche Abenteuer zu wagen, zu reisen, etwas Neues zu lernen oder euch mit neuen Philosophien oder einem neuen Weltbild auseinanderzusetzen. Sie bilden auch sehr interessante und inspirierende Aspekte für Löwen, die spirituell auf der Suche sind oder selbst als Coaches oder Seminarleiter anderen bei der Persönlichkeitsentwicklung zur Seite stehen. Eure Kurse werden voll sein von Suchenden, die sich euch gerne anvertrauen. Außerdem sind es auch kosmische Faktoren, die euer Charisma verstärken und interessante Begegnungen verheißen. Sie sorgen dafür, dass in eurem Liebesleben die Anregungen und Aufregungen nicht nachlassen. Im Zusammenspiel mit dem Einfluss von Uranus kann Lilith auch dazu beitragen, dass ihr in der Liebe gerne mal ein Risiko eingeht, wenn ein Mensch euch unfassbar interessant und charismatisch erscheint. So kann euch die Liebe auf spannenden Reisen oder Seminaren begegnen oder jemand aus einem fremden Kulturkreis verdreht euch den Kopf. Neue Begegnungen können unter die Haut gehen und weitreichende Folgen für bestehende Partnerschaften haben. Für die Löwesonne sind die Aspekte harmonisch, doch andere Beteiligte oder auch andere Persönlichkeitsanteile in euch selbst kommen vielleicht nicht so gut mit euren Abenteuern klar. Da müsst ihr gegebenenfalls achtsam und rücksichtsvoll sein und eure bestehenden Beziehungen respektieren. Für das Jungfrau-Kollektiv befindet sich die Lilith und außerdem... Na, jetzt läuft's wieder nicht. Warte. Mal kurz. Die Synchro. Jetzt habe ich, jetzt läuft, jetzt hat das. Für das Jungfrau-Kollektiv befinden sich Lilith, Chiron und in der zweiten Jahreshälfte auch der Mars im achten Sonnenhaus. Und wenn ihr einen Jungfrau-Aszendenten habt, kann das auch dann tatsächlich in eurem individuellen Geburtshoroskop der Fall sein. Das achte Haus ist ein sehr komplexer Bereich im Horoskop. Auf der weltlichen und konkreten Ebene hat es mit finanziellen Werten und Besitztümern zu tun, die ihr mit anderen teilt. Und das betrifft häufig Ehepartner, die ja meistens gemeinsam wirtschaften. Ich habe beobachtet, dass Lilith im achten Haus zum Beispiel mit Sorgerechtsstreitigkeiten einhergehen kann und überhaupt Schwierigkeiten mit gemeinsamen Besitztümern mit sich bringen kann. Weil sich auch Chiron in diesem Bereich befindet und in der zweiten Jahreshälfte auch der Mars, müsst ihr also damit rechnen, dass es eventuell Auseinandersetzungen mit Leuten gibt, mit denen ihr gemeinsam etwas besitzt. Sei es, dass diese Personen plötzlich pleite gehen oder nichts mehr beisteuern wollen oder dass es Schwierigkeiten um die gerechte Aufteilung der gemeinsamen Anteile gibt. Besonders zwischen August und Oktober kann es Zeiten geben, in denen der Mars eventuelle Konflikte verschärft. Und deswegen kann es zu Streitigkeiten kommen. Auf der persönlichen und psychologischen Ebene kann der Transit von Lilith eine Auseinandersetzung mit euren Verlustängsten mit sich bringen, weil zum Beispiel ein Partner mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit einfordert. Weil auch Chiron beteiligt ist, solltet ihr euch solchen Situationen mutig stellen, denn sie werden zu eurer Persönlichkeitsentwicklung beitragen und euch im Endeffekt stärker machen. Wenn ihr in einer glücklichen, festen Partnerschaft seid oder auch einen festen Liebespartner habt, kann dieser Transit auch anzeigen, dass ihr gemeinsam mit eurem Partner Tabus überwindet und neue Dimensionen der Erotik erschließt, was auch eine heilsame Wirkung haben kann. Für das Waage-Kollektiv wird die Lilith die Zeit von Februar bis Oktober im Partnerhaus verbringen und für die Waage-Aszendenten gilt das dann auch im individuellen Geburtshoroskop. Dort befindet sich langfristig auch heiler Planet Chiron, beides anspruchsvolle Energien, die inspirierend, aber auch fordernd sein können. Im Zusammenspiel mit den günstigen Aspekten des Mondknotens und der Venus zeigen sie an, dass viele neue Begegnungen möglich sind, die euch nicht kalt lassen und große Anregungen und auch Aufregungen mit sich bringen. Allerdings kann Lilith für Waagefrauen auch Konkurrentinnen anzeigen, die euch eine neue oder bestehende Liebe streitig machen wollen. Für Waagemänner hingegen kann die Lilith im Partnerhaus Flirts mit faszinierenden und schwierigen Frauen mit sich bringen, die ihnen vollkommen den Kopf verdrehen. Der Aspekt zu Lilith hat auch eine psychologische Komponente. Als Venus-betonte Waagefrauen kann euch die Begegnung mit Lilith-Frauen innerlich aufwühlen, denn die Venus möchte gefallen, während Lilith zu sich selbst steht, so wie sie ist.
Gerade wenn euch eine Frau besonders nervt, solltet ihr genau hinschauen. Vielleicht spiegelt sie euch bestimmte weibliche Kräfte, die ihr nicht so gut entwickelt habt. Zum Beispiel euren Instinkten mehr zu vertrauen und nicht so sehr auf Äußerlichkeiten zu gehen. Oder einfach mal die Bitch in euch herauszulassen, statt es jedem recht machen zu wollen. Und für die Waage Männer kann Lilith eine Konfrontation mit ihren Ängsten und Schwächen bezüglich ihrer Männlichkeit und ihrer erotischen Kraft mit sich bringen. Weil gleichzeitig auch Chiron durch euer Partnerhaus geht, erlebt ihr vielleicht auch Begegnungen, die euch einen Spiegel zur Selbsterkenntnis vorhalten, was auch schmerzlich ausfallen kann, je nachdem, wie kraftvoll euer Selbstwertgefühl und euer Selbstbild sind. Wenn ihr zum Beispiel um ein ehrliches Feedback bittet, kommt ihr vielleicht gar nicht damit klar, wenn die Aussagen nicht zu euren Erwartungen passen. Lilith ist nicht gerade eine diplomatische Energie. Sie ist gnadenlos ehrlich bzw. nicht bereit, sich zu verstellen, um euch einen Gefallen zu tun. Überlegt euch also gut, wie viel Wahrheit ihr ertragen könnt, bevor ihr diese von anderen einfordert. Und seid bereit, in den Äußerungen eures Gegenübers hilfreiche Impulse für eure Persönlichkeitsentwicklung zu erkennen und sie anzunehmen, anstatt sie als Angriff zu bewerten. Das ist besonders wichtig ab Juli diesen Jahres, wenn sich auch der Mars an dieser Konstellation beteiligt. Im Zusammenwirken zeigen Chiron, Lilith und Mars euch, dass ihr in Beziehungsangelegenheiten weniger kompromissbereit seid als sonst, beziehungsweise ihr begegnet Leuten, die eure Geduld herausfordern und euch an die Grenzen eurer normalerweise friedliebenden Haltung bringen. Dadurch denkt ihr auch viel über euch selbst und eure Einstellung zur Liebe und euren Beziehungen nach. Eine kritische Phase ist gleich im Juli, da kann es zu seelischen Verletzungen durch Beziehungssituationen kommen. Möglich ist auch eine plötzliche Erkrankung eines Partners. Auch Eifersucht und Unverständnis seitens eures Partners können euch zu schaffen machen. Von August bis hinein in den Oktober gibt es ebenfalls wiederholt kritische Phasen, die sich auch beruflich auswirken können. Dann laufen Mars und Lilith über weite Strecken zusammen. Zum Beispiel erweisen sich vielleicht Meetings als schwierig oder Verhandlungspartner erscheinen widerspenstig oder ihr nehmt euer Gegenüber als Gegner wahr. In dieser Zeit solltet ihr sehr achtsam sein und schauen, wie viel davon Projektion ist, also ob ihr euch vielleicht angegriffen fühlt, obwohl es euer Gegenüber gar nicht so meint oder die Vorschläge sogar zu eurem Vorteil sind. Andererseits müsst ihr euch aber auch behaupten und dürft nicht zu eurem Nachteil nachgeben, nur weil jemand besonders aggressiv auftritt. Ihr solltet euch in der Zeit nicht provozieren lassen, sonst kann es zum Bruch mit wichtigen Leuten oder auch in eurer Partnerschaft kommen. Zum Glück habt ihr während dieser Zeit immer wieder mildernde und günstige Einflüsse durch die übrigen Planeten. Sie legen nahe, dass ihr auf die Hilfe guter Freunde setzen solltet. Denen könnt ihr euch anvertrauen und Erlebnisse besprechen, die euch unter die Haut gegangen sind, um zu einer besseren Einschätzung zu gelangen. Für das Skorpion-Kollektiv und die Skorpion-Aszendenten bewegt sich Lilith durch das sechste Haus der Arbeit und Gesundheit. Dort befindet sich langfristig auch Chiron und in der zweiten Hälfte 2020 auch noch der Mars. Deshalb ist hier mit einigen Herausforderungen zu rechnen. An eurem Arbeitsplatz können sich Dinge ändern, zum Beispiel durch neue Kollegen oder neue Abläufe. Lilith kann renitente und schwierige Kolleginnen anzeigen, die auf ihre Rechte pochen und sich kein bisschen um alteingesessene Machtverhältnisse kümmern. Je nachdem, wie ihr selbst an eurem Arbeitsplatz aufgestellt seid, kann das eure Arbeit beeinträchtigen, selbst wenn ihr seht, dass diese Frau im Recht ist. Vielleicht kommt auch euch selbst die Rolle zu, Rechte einzufordern oder beispielsweise im Betriebsrat aktiv zu werden. Lilith im sechsten Haus kann auch ein Aspekt von Mobbing am Arbeitsplatz sein. Weil eure übrigen Aspekte so ausgezeichnet sind, ist wenig wahrscheinlich, dass ihr selbst das Opfer seid. Aber wie es auch kommt, ihr solltet euch um Klärung bemühen bzw. gegebenenfalls auch helfend und schlichtend eingreifen, denn ihr habt jetzt die Kräfte dafür. Es kann auch darum gehen, dass ihr selbst am Arbeitsplatz keinerlei Einmischung ertragen könnt und auch keine Lust habt, über eure Vorgehensweise Rechenschaft abzulegen. Möglich auch, dass ihr aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen Anpassungen an eure Arbeitsumgebung vornehmen müsst. Heikel ist vor allem die Zeit von August bis Oktober, wenn Lilith sich in diesem Bereich eures Horoskops mit dem Mars verbindet. Denn der Mars verschärft bestehende Konflikte. Wenn der Aspekt sich für euch gesundheitlich auswirkt, kann das auch eine Zeit sein, in der ihr verstärkt mit einer Entzündungs- oder Infektionsproblematik zu tun habt.
Und die Frauen unter euch sollten 2020 auf jeden Fall alle Vorsorgetermine sorgfältig einhalten. Und wenn etwas im Argen ist, dann wird euch Lilith schon dazu drängen, euch drum zu kümmern. Es kann aber auch eine gute Zeit sein, um zusätzlich zum Beispiel Techniken aus dem Schamanismus anzuwenden, um gesundheitliche Probleme zu heilen. Die Lilith im Widder wird beim Schütze-Kollektiv durch das fünfte Sonnenhaus der Lust und Liebe und der Kreativität laufen. Hier befindet sich langfristig Heilerplanet Chiron. Das weist darauf hin, dass eure Bereitschaft, euch auf außergewöhnliche Liebschaften mit kreativen und eigenwilligen Menschen einzulassen, gesteigert ist. Im Februar und März trifft sich die Lilith dabei mit Chiron, dann ist die Heilung einer Beziehungsproblematik oder einer inneren Liebesblockade möglich. Entweder durch eine Liebeserfahrung, die euch aus den Socken haut, oder durch einen kreativen Prozess, der euch tiefe Befriedigung schenkt. Von August bis Oktober verbindet sich die Lilith außerdem mit dem Mars. Dann sind eure Lust und euer Mut gesteigert, die Initiative zu ergreifen, um eine spannende Liebesaffäre zu beginnen. Wenn ihr schon in einer glücklichen Beziehung seid, können euch die Konstellationen anregen, neue erotische und abenteuerliche Experimente mit eurem Herzallerliebsten zu wagen. Kritisch können diese Aspekte sein, wenn ihr in einer bestehenden Beziehung nicht zufrieden seid, denn sie wirken sehr anregend, aus einer langweiligen Partnerschaft auszubrechen und sich auszuprobieren. Das kann je nachdem natürlich zu Schwierigkeiten führen. Und wenn ihr gleichzeitig auch noch unter dem Neptun-Einfluss steht, versucht ihr dann vielleicht eine heimliche Affäre nebenbei, was aber schwierig ist, weil sich Lilith-betonte Affären nur schwer geheim halten und kontrollieren lassen. Im Zweifelsfalle solltet ihr lieber erstmal 3 Monate abwarten, was sich da anbahnt, und dann gegenüber dem bestehenden Partner damit ehrlich herausrücken. Wenn ihr Steinbock oder Steinbock-Aszendent seid, bilden Lilith und Chiron Spannungsaspekte zu euch und zeigen an, dass ihr immer wieder mit Menschen und Situationen zu tun habt, die extra Energie und Mühe kosten und euch von eurem Weg abbringen können, wenn ihr nicht aufpasst. Lilith im Widder kann zu einem schwierigen Beziehungsfaktor werden. Sie befindet sich für rund 9 Monate in dieser Quadratspannung zu eurer Sonne, und zwar aus dem Haus der Familie. Sie zeigt eigensinnige Menschen an, die sich nicht herumkommandieren lassen, oder angespannte Situationen mit weiblichen Themen, etwa durch die Schwangerschaft einer Frau aus eurem Umfeld. Das kann eine Tochter oder Schwiegertochter sein oder vielleicht auch ihr selbst. Auch andere persönliche Umstände, die mit inneren, seelisch-weiblichen Prozessen zu tun haben oder vielleicht auch mit hormonellen Entwicklungen, können auftreten. Alle Lilith-Situationen haben eins gemeinsam: sie lassen sich nicht durch Befehle von oben kontrollieren. Nur mit Verständnis und Geduld für euch selbst oder die betroffenen anderen Personen kommt ihr hier weiter. In der zweiten Jahreshälfte aktiviert zusätzlich der Mars die Spannungen von Lilith und Chiron zu eurer Sonne. Und das zeigt Auseinandersetzungen mit Menschen an, mit denen ihr unter einem Dach wohnt. Wobei Mars renitente männliche Figuren anzeigt und Lilith die weiblichen. Das können eure Kinder oder deren Partner sein oder aufsässige Untermieter oder Handwerker, die nicht so wollen, wie ihr wollt. In eurem persönlichen Erleben wird euch dieser Aspekt streckenweise extrem gereizt machen und ihr lauft Gefahr, die Geduld zu verlieren und ruppig und unfreundlich mit euren Liebsten umzuspringen. Nehmt euch fest vor, für Ausgleich zu sorgen. Erstens, indem ihr das Stresslevel nicht über Gebühr ansteigen lasst, und zweitens, indem ihr für Ausgleichssport und Bewegung sorgt, und drittens, durch gutes Ärgermanagement. Im Zweifelsfalle solltet ihr lieber den Rückzug suchen und auf einen gewissen Freiraum bestehen, indem man euch in Ruhe lässt, statt Streitigkeiten zu riskieren. Denn ihr seid auf die Unterstützung eurer Lieben angewiesen. Und besprecht bitte jeweils, wann ihr Zeit für euch braucht und wann ihr bereit seid, die Arbeit liegen zu lassen und euch der Familie oder den Freunden zu widmen. Beim Wassermann-Kollektiv geht die Lilith durch das dritte Sonnenhaus, in dem sich alles um Kommunikation, Lernen und Austausch dreht. Dort befindet sich außerdem Chiron und im zweiten Halbjahr auch noch der Mars. Das bringt
hochinteressante Themen mit spannenden Leuten, um die sich endlose Diskussionen entspinnen, bei denen ihr geistig zur Hochform auflauft. Ihr seid auch sehr inspiriert durch andere Menschen, denen ihr beispielsweise beim Lernen oder im Lebensalltag begegnet. Ihr müsst durchaus nicht immer mit euren intellektuellen Sparringspartnern einer Meinung sein. Trotzdem empfindet ihr eine gegenseitige Faszination und aus solchen Situationen können sich auch Flirts ergeben. Wenn ihr Geschwister habt, zeigen die Konstellationen wichtige Entwicklungsschritte mit ihnen oder durch sie an. Chiron und Lilith können durchaus auch Krisen mit Geschwistern anzeigen, doch verbunden mit der Chance, sie zu heilen, wenn man sich liebevoll austauscht und sich mit Verständnis und Empathie begegnet. Möglich auch, dass ihr einander einfach konkret helfen müsst, beispielsweise beim Umzug oder weil Entscheidungen bezüglich eurer Eltern oder eures Elternhauses anstehen und dadurch vertieft sich eure Verbindung. Wenn ihr in der PR-Branche arbeitet oder selber schreibt, als Blogger oder Journalist oder Buchautoren, dürfte euch Lilith auch sehr kreativ und eigensinnig machen. Eure Thesen könnten sehr provokant sein, aber das kann ja je nachdem auch ein Vorteil sein. Zusammen mit Chiron wird sie die Evolutionsagenten unter euch inspirieren, also diejenigen, die in sozialen Berufen arbeiten oder sich beispielsweise für die Umwelt engagieren. Dabei könnt ihr tolle Leute treffen, die eure Interessen teilen und mit denen ihr gemeinsam etwas auf die Beine stellen könnt. Ihr müsst nur darauf achten, dass euch solche Bekanntschaften und Projekte nicht von eurem eigentlichen Weg abbringen. Für die Fischegeborenen und Fische-Aszendenten verlässt die Lilith nun das eigene Zeichen und zieht weiter. Sie bildet dann keinen Energieaspekt mehr zu eurer Sonne bzw. eurem Aszendenten. Das kann mit einem Gefühl der Beruhigung einhergehen, denn Lilith ist zwar aufregend und spannend, kann aber auch kompromisslos machen und eigentlich schätzt ihr ein friedliches Miteinander. Falls ihr also in den 9 Monaten mit Lilith in eurem Zeichen viel über eure instinktive Power gelernt, euch aber auch mehr gestritten habt als sonst, geht diese Zeit nun zu Ende. Sicherlich habt ihr unter ihrem Einfluss besonders kreative Momente gehabt und vielleicht auch gelernt, euch besser abzugrenzen. Und das bleibt euch auf jeden Fall erhalten. Die Lilith wandert dann beim Fische-Kollektiv ins Geldhaus, wo sich auch Chiron befindet. Im 2. Halbjahr kommt dann auch noch der Mars dazu und das kann eine gewisse Unruhe in eure finanzielle Situation bringen. Sei es, dass ihr Gesundheitsausgaben habt, mit denen ihr nicht gerechnet hattet, oder sei es, dass ihr unbedingt Freunden helfen wollt, die finanziell in Schwierigkeiten geraten sind. Ihr solltet jedoch vorsichtig damit sein, Freunden oder Bekannten aus Mitleid Geld zu leihen, denn es kann sein, dass ihr es nicht wiederseht. Kritisch sind in dieser Hinsicht vor allem die Monate Februar und März sowie August bis September und auch noch bis in den Oktober hinein. Möglich auch, dass ihr in unsichere Projekte investieren wollt, um Leute zu unterstützen, an die ihr glaubt, beispielsweise Künstler. Ihr solltet auch selbst darauf achten, nicht mit Zahlungen oder Kreditraten in den Rückstand zu geraten. Denkt an das Gesetz der Resonanz. Wenn ihr selbst säumige Zahler seid, zieht ihr wiederum säumige Zahler in euer Leben, die euch dann nicht rechtzeitig überweisen. Am 21. Oktober zieht ja dann die Lilith weiter in den Stier und Ende des Jahres kommt dann auch langsam Ruhe in die Mars-Aspekte und dann beruhigt sich auch eure finanzielle Situation wieder. Das waren meine Gedanken zum Durchgang der Lilith durch das Zeichen Widder. Wenn ihr mehr über Lilith erfahren wollt, gibt es einen Workshop von mir über die Transite der Lilith. Ganz lange und ausführlich bin ich da auf den Durchgang der Lilith durch die Häuser des Horoskops eingegangen. Ihr könnt diesen Workshop nachträglich buchen und erhaltet alle Unterlagen dazu. Die Infos dazu verlinke ich euch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und hier sind noch meine Empfehlungen für weitere wichtige Video-Specials, die dieses Jahr noch gültig sind. Zeichen der Zeitenwende über die Saturn-Pluto-Konjunktion, die Kunst zu manifestieren über Saturn im Steinbock und natürlich euer Jahreshoroskop mit den Tendenzen für 2020. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.